Goldochsen, Ulms flüssiges Gold. Bier, ein Männergetränk. Der Stammtisch, eine Domäne, in der Frauen nichts zu suchen haben. Heute verblassen solche Grenzen langsam. Als Ulrike Freund vor 30 Jahren die Goldochsenbrauerei von ihrem Vater übernimmt, sind sie noch da. Also das war mit Sicherheit bei den Männern also schon ein Kuriosum. Die hatten sich sicherlich gedacht, also in so einer Männerbranche eine Frau, ich war ja damals 36, ob die das besteht, da gingen die Gerüchte schon hin und her. Das habe ich auch gespürt. Aber ich habe gedacht, ich fange eben mal an, einen Tag zu arbeiten, zwei Tage. Dann habe ich eine Woche hinter mir gehabt, einen Monat, ein Jahr. Dann wurden es Jahre und ich habe immer mehr ein Selbstvertrauen gewonnen. Und mittlerweile macht es mir einfach Spaß, etwas zu bewegen. Und Ulrike Freund bewegt so einiges. Unter ihrer Führung kann das Ulmer Traditionsunternehmen seine Umsätze auf hohem Niveau halten, zeitweilig sogar ausbauen. Dennoch ist aller Anfang schwer für die damals erst 36-Jährige. Mit dieser Nachfolgeregelung gingen enorme Herausforderungen einher. Dass ich den Zuschlag erhielt, beeinflusste natürlich die Beziehung zwischen mir und meinen Geschwistern. Obwohl sie das Unternehmen kurz zuvor auf eigenen Wunsch verlassen hatten. Die Aufgabe, die vorher auf mehrere Schultern verteilt war, lastete nun komplett auf mir. Ich war ab diesem Zeitpunkt sowohl für die Verwaltung als auch den technischen Bereich verantwortlich. Das kann durchaus einem Sprung ins kalte Wasser gleich, zumal ich auf diese Situation nicht von Anfang an vorbereitet wurde. In vielen Themen, zu denen ich vorher kaum Berührung hatte, musste ich mich intensiv und im Eilverfahren einarbeiten. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits 83 Jahre alt und obwohl er bis zu seinem Tod 1998 als Hauptgeschäftsführer agierte, war ich nach dem 13. Mai 1991 in vielen operativen Entscheidungen ganz allein auf mich gestellt. Und das war nicht einfach. Aber Ulrike Freund wächst über sich hinaus. Dabei hilft ihr das sichere Gespür für Entscheidungen und kluge Investitionen. Was ist das Erfolgsgeheimnis der starken Geschäftsfrau? Das liegt vor allem daran, dass es mir nach wie vor Spaß macht und mir die Möglichkeit gibt, mich selbst zu verwirklichen. Ich bin ein bisschen stolz auf die vielen Dinge, die ich bisher erreichen konnte. Das gilt nicht nur im Rahmen meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin der Brauerei Goldochsen, sondern auch für die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten nach Dienstschluss, die ich nach wie vor gerne ausübe und die mir sehr Spaß machen. Egal ob in der AOK als Bezirksrätin, als Mitglied der IHK-Volksversammlung oder als Handelsrichterin. Ich habe das Gefühl, etwas bewegen zu können, sonst würde ich es nicht tun. Statt sich auf Erfolgen auszuruhen, reinvestiert sie Gewinne und modernisiert die Brauerei. Das wird gewürdigt, mit der Wirtschaftsmedaille und dem Landesverdienstorden für nachhaltige Unternehmensführung. Das Vertrauen, das Vater August Leibinger 1991 in die Tochter setzt, hat sich ausgezahlt. Also ich glaube schon, er guckt ja immer von oben runter. Er wäre stolz, wenn er sieht, was aus seiner Brauerei geworden ist. Es ist ein richtiges Schmuckkästchen geworden. Wir haben ja moderne und alte Gebäude zusammengeführt. Wir haben total neue Technik gebaut, modernste Anlagen, mit denen sie natürlich auch gute Produkte herstellen können. Deren Qualität hat oberste Priorität. Nur wenn Ulrike Freund das hauseigene Bier auch selbst schmeckt, ist es marktreif. Bei der Zwickelprobe kontrolliert sie Farbe und Geschmack des flüssigen Goldes. Also was mir Freude macht, ist, den Dingen auf den Grund zu gehen, mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ich bin auch da wirklich sehr hartnäckig manchmal. Wenn ein Kunde kommt und ihm irgendwas nicht passt oder so, dann gehe ich dem selber auf den Grund, weil das einfach das Beste ist, zu wissen, an was es hakt. Und dann will ich das auf alle Fälle behoben wissen. Und das schönste Kompliment ist dann, wenn der Kunde oder der Bürger dann zu mir sagt, Frau Freund, das hat alles toll geklappt, dann freue ich mich riesig, weil da laufe ich mir die Beine ab. Hauptsache es ist schön. Ulrike Freund lebt für die Brauerei, fühlt sich aber auch der Region verpflichtet. Vom Gewinn auch etwas zurückzugeben, ist ihr wichtig. Ich bin sehr traditionsbewusst. Goldochsen gehört zu Ulm, wie das Ulmer Münster oder das Ulmer Fischerstechen. Also das sind Traditionen, die muss man sich erhalten. Auch in Zeiten, in denen es schwer ist.
Der Bierkonsum geht merklich zurück. Die Pandemie stellt die Brauerei vor große Herausforderungen. Neben dem Großbrand von 2003 und dem Verlust des Vertragspartners PepsiCo 2013 die schwerste Phase ihrer 30-jährigen Karriere. Das waren schon tolle Einschnitte bei uns. Und jetzt diese Corona-Krise. Also, aber die Brauerei, ich denke, sie wird es schaffen. Und ich bin ganz zuversichtlich. Mit viel Engagement, Fleiß und sozusagen jeden Tag daran glauben, dass es weitergeht, dann geht es auch weiter. Auch unter Ihrer Leitung? 30 Jahre steht Ulrike Freund nun schon an der Spitze der Brauerei. Also so lange kommt es mir eigentlich gar nicht vor. Wahrscheinlich aufgrund der vielen Abwechslungen. Insgesamt glaube ich, dass ich mich ganz gut geschlagen und die Interessen des Unternehmens stets konsequent vertreten habe. Aber auch persönlich habe ich aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen. Ich bin mit meiner Aufgabe gewachsen und habe in all den Jahren viel erlebt und zahlreiche spannende Begegnungen gehabt. Mit einem besonderen Moment verbinde ich beispielsweise das 100-jährige Pepsi-Cola-Jubiläum, das auf Hawaii gefeiert wurde und zu dem alle Konzessionäre eingeladen waren. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, den mittlerweile verstorbenen Altpräsidenten George Bush Senior, der zu den Ehrengästen gehörte, anzusprechen, um ihm ein gemeinsames Foto abzuringen. Nach unserer kurzen Plauderei wusste er, dass in Ulm der höchste Kirchturm der Welt steht. Vielleicht zeichnet genau diese Situation ein ganz gutes Bild von meinem Selbstverständnis. Gerne trage ich die Liebe zu meiner Heimat im Allgemeinen und der Brauerei im Speziellen nach außen. Ebenso bin ich jederzeit bereit, die eigene Komfortzone zu verlassen und lasse nichts unversucht, um auch meine Ziele zu erreichen. Und davon gibt es noch viele. Lang wird Ulrike Freund die Zeit als Geschäftsführerin jedenfalls auch zum Jubiläum noch nicht. Es geht weiter, das ist sicher. Aufhören ist für mich derzeit keine Option. Es macht mir außerordentlich Spaß und gleichzeitig würde mir ohne die Arbeit viel zu viel fehlen. Wahrscheinlich ist es irgendwann wie bei meinem Vater, der sich nie wirklich zurückgezogen hat und bis zu seinem Tod mit 90 Jahren in der Brauerei war. Nichtsdestotrotz mache ich mir natürlich Gedanken und spiele derzeit unterschiedlichste Möglichkeiten durch. Dazu gehört wie bei jeder anderen Entscheidung die Betrachtung, wie sich der jeweilige Entschluss auf lange Sicht auswirkt. Das Wohl der Brauerei ist in dem Zusammenhang das allens entscheidende Kriterium. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.